Ein ganz herzliches Willkommen zu einer ersten kurzen Ausgabe von Doha hautnah, die Ausgabe vom Anreisetag. Treffen heute früh an der Säbener Straße, wenig später dann am Münchner Flughafen. Da war die Truppe noch etwas kleiner, als sie es jetzt ist, denn einige Spieler, Mario Gomez zum Beispiel oder auch Arjen Robben und Tom Starke, haben die Anreise hier nach Doha direkt von ihren Urlaubsorten angetreten. Die Landung dann bei 25 Grad in Doha nach 5,5 Stunden sehr angenehmem Lufthansa-Flug. Inzwischen ist man im Hotel angekommen, beziehungsweise Sie sehen es im Hintergrund, die erste Trainingseinheit wird absolviert. Heute gibt es natürlich auch nur eine Trainingseinheit. Ab morgen dann täglich 2 bis sogar 3 Trainingseinheiten, die vorgesehen sind. Inzwischen ist die Truppe 24 Mann stark. Es fehlen immer noch 3 Brasilianer. Dante, Luis Gustavo und Rafinha, die werden erst planmäßig heute Abend hier landen, stoßen also morgen zur Mannschaft. Außerdem fehlt natürlich Holger Badstuber. Mit seinem Kreuzbandriss hat er die Reise nach Doha gar nicht erst angetreten. Gute Besserung nach München, Holger. Kopf hoch, wird schon wieder. Und das ist sicher die Nachricht von heute, die News of the Day. Es fehlt auch Mitchell Weiser, denn der ist ab sofort ausgeliehen. Für ein halbes Jahr wird Mitchell Weiser beim 1. FC Kaiserslautern spielen. Das also die erste kurze Ausgabe von Doha hautnah. Wie versprochen, ab morgen geht es dann mit dem vollen Programm weiter. Dann gibt es auch täglich wieder die FCB News, dazu FCB TV mit Hintergrundberichten, Interviews und so weiter und so fort. Die Berichte, die Highlights von den beiden Spielen, die vorgesehen sind, das alles dann, wie gesagt, bei FCB TV. Ich freue mich drauf, Sie hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss.